meine beiden Yari-Samurai eher im Süden, also dort, wo wir den Angriff vermuten. Den General werde ich schön zentral stehen lassen, damit er die gesamten Bogenschützen auch motivieren kann. Gut, das dürfte so passen. Bist du bereit? Ja. Dann starten wir das Gefecht. Okay. Die Annahme, dass er auf jeden Fall eher in der südlichen Hälfte anfängt, war auf jeden Fall korrekt. Ausnahmsweise mal. Gut ist mutig, fangen seine Leute an zu marschieren. Was hat er denn alles? Yari Ashigaru, aha. Yari Ashigaru. Bogen Ashigaru. Yari Ashigaru. Und zwei Generäle. Das heißt, er hat schon verloren. Ja, das denke ich doch auch. Also wie gesagt, theoretisch wäre das auch gut in einer automatischen Schlacht gegangen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen vormarschiert, weil ich mir dachte... Ja, das hättest du mir vielleicht sagen können. Aber ah, ich dachte, du hast deine Augen aufs Schlachtfeld gerichtet. Ja, ich habe sie aber momentan eher auf unseren Feind gerichtet gehabt. Also war gerade etwas abgelenkt. Aber ist... So, du kannst ein bisschen Vorlauf machen, eigentlich. Wird gemacht. So, der Feind scheint jetzt nicht viel zu machen. Der hat sich jetzt hier hinten verschanzt. Das heißt, wir müssen langsam aber sicher vormarschieren. Ich würde mal vorschlagen, dass wir... Ja, kannst den Vorlauf wieder ausmachen. Wir könnten natürlich auch versuchen, ihn mit einzelnen Truppen zu... Ah! Er kommt! Er kommt! Dann bleibe stehen! Ja, ich versuche es, warte. Oder er formiert sich nur anders. Ich glaube, er kommt. Der General marschiert jetzt noch ein wenig vor. Und er lässt seinen General da links über den Berg reiten. Ja, ich sehe es gerade. Ich bringe mal da ein paar Yari-Truppen an der linken Flanke in Stellung. Na, jetzt hat er sich's wieder anders überlegt. Mann, so ein Arschloch. Ja, der macht gerade komische Dinge. Ich glaube, der... Keine Ahnung. Ich glaube, er will mit uns spielen. Komm, marschieren wir einfach wieder ein bisschen vor, würde ich sagen. Boah, marschieren, Männer, los! Eine sehr ärgerliche Sache bei Shogun, muss ich sagen, die ich auch noch nicht rausgefunden habe, wie man sie ausschalten kann, ist, dass die Truppen automatisch rennen, ja. Standardmäßig eigentlich immer rennen. Das muss man ihnen immer verbieten. Ja, aber nur, wenn du sie mit Rechtsklick formieren. Wenn du sie normal Rechtsklick irgendwo hinschickst, dann rennen sie nicht. Aber wenn du die rechte Maustaste gedrückt hältst... Ah, okay. Dann, aber das macht man ja meistens, weil man sie ja eben formiert haben möchte. Ja, natürlich. So, nicht rennen, ihr Gays. Vor allem in dem Spiel ermüden die natürlich auch relativ schnell. Weil die ja ziemlich schwere Rüstungen tragen. Aber die ermüden hier schon krass schnell. Also nicht mal die schwer gepanzerten Ritter in Medieval sind so schnell ermüdet. Ja, was ich allerdings auch für relativ logisch halte. Ich meine, wenn du dir mal die Fläche hier anschaust, die wir dort überrennen, wenn wir das hier alles sprinten würden, dann würden wir auch ganz schön auf dem Zahnfleisch kriechen. Ja gut, aber das sind trainierte Kämpfer und wir sind fette Spasten, die sich für cool halten. Hey, ich halte mich überhaupt nicht für cool. Okay, aber du bist trotzdem fetter Spast. Das ist richtig. So, ich rück jetzt langsam mal vor. Wobei man dazu sagen muss, die Ashigaru sind ja eigentlich keine wirklichen trainierten Kämpfer. Die Ashigaru sind ja eher bewaffnete Bauern, so mehr oder weniger. Stimmt. So, Feuer! Hui! Ah, wunderschön. Hier sieht man die sehr intensiven Pfeilsalven von Shogun. Bedingt natürlich einfach dadurch, dass verdammt viele Truppen in einem Bataillon sind. Das Ganze gibt's leider auch in die andere Richtung. General kommt, Bogenschützen werden zurückgezogen. Ja. Ah, scheiße, er ist trotzdem noch irgendwie... Scheiße. Ah, nee, kommt nicht wirklich durch. Er hat noch keinen getötet. Jetzt schon. Unser General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Unser General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Ja,
Ja, ist ein General, ist aber schon. Ah, zieh nicht alle Yari-Samurai von rechts ab. Oh, ja, ich seh's. Bin schon wieder überlegen. So, jetzt tätige ich mal die Sammelnfähigkeit meines Generals. Sie erhöht von allen in der Nähe befindlichen Truppen die Moral, die Kampfeskunst. Ihr General ist gefallen, ein schwerer Schlag, mein Lord. Zudem motiviere ich noch ein Yari-Bataillon. Ja, wunderschön. Also ich denke mal, ihre Generäle sind jetzt beide tot. Ja, also bei mir hat es gesagt, dass halt ein General ist halt gefallen. Also hat es einmal gesagt. Ja gut, ich denke aber, das sagt er auch nur beim Hauptgeneral, also bei dem, der die Schlacht tatsächlich anführt. Entscheidender Sieg! Und da ist er, der Kopf des Generals. Das finde ich immer so ein geiles Bild. Schon. Dem Schlachtfeld, die Bilder sind hier sowieso nett gemacht, finde ich. Ja, wir haben lediglich 146 Truppen verloren, haben ihm 329 getötet. Das wird alles nachgezeugt. Jawohl. Und da würde ich ihm doch gleich noch hinterher marschieren. Ja, tatsächlich hat er aber sogar überlebt. Tatsache. Also einer zumindest hat überlebt. Ja. So, jetzt muss ich schauen, welche Truppen ich überhaupt nachmarschieren lassen kann, weil einige sind für den Zug sogar schon fertig. Echt? Okay. Ja, die ich aus Aki abgezogen habe. Ah, der achso. Rest kann noch ein wenig marschieren. Los, Daimyo, greife ihn alleine an. So, das war das, was ich auch vorhin mit der Stadt machen wollte. Der Daimyo kann ihm wenig weiter ziehen als seine Truppen. Weil er beritten ist? Weil er beritten ist, so ist das. Deswegen konnten wir dem jetzt noch gerade so hinterherreiten. Die restlichen Truppen treten als Verstärkung auf. Ja, und du darfst dann den Todesschrei machen. Selbstverständlich, es wäre mir eine Ehre. Und entscheidender Sieg. Sehr gut. Ah. Sehr schön. So, wir an diesem wunderschönen Schwerthebedings mit dem zweiten Stern, der jetzt neben der Flagge aufgetaucht ist, gesehen haben. Mein General ist eine Stufe aufgestiegen. Das bedeutet, ich kann ihm einen Gefolgsmann, beziehungsweise ein Gefolge, was auch ein Schwert sein kann in dem Fall. Ach, das ist dein 14-Jähriger da. Ja, mein 14-Jähriger hat bereits einen Gefolgsmann. Sehr interessant. Und hat einen Kommandostern mehr als sein Vater. Oh, und ich denke, ich weiß, was ich nehmen werde. Das Schwert von Amaterasu. Plus 10% auf die Effektivität der Motivationsfertigkeit und flößt feindlichen Einheiten Angst ein. Reduziert die Moral. Das ist natürlich nicht schlecht. Was die Fähigkeiten anbelangt, werde ich einen Punkt in Krieger und einen in Stratege machen. Das eine verstärkt den General an sich, das andere erhöht die Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte für alle Einheiten unter seinem Kommando. Nice one! Das heißt, du kannst dann nächste Runde nach Amako weitermarschieren quasi. Ich denke mal, das wird seine Armee gewesen sein. Nach... Die Amako sind der Clan, du meinst nach... Nach Izumo. Nach Izumo, meine ich, ja. Das weiß ich allerdings nicht... Ob ich da über. Also in der nächsten Runde auf keinen Fall. Es könnte sogar sein, dass ich drei Runden. Aber du könntest dein Schiff da mal an der Küste entlang schicken und es erkunden lassen. Das ist bereits geschehen. Meine Schiffe sind alle so weit gezogen, wie sie ziehen konnten. Genau, aber das hier meinte ich. Das Schiff kannst du an der Küste dann weiterschicken und erkunden lassen. Ja, klar, aber halt in der nächsten Runde erst. In Izumo und Hoki, weil da sitzt ja der Clan noch. Die haben ja drei Gebiete. Das ist ja der Wahnsinn, hä? Weil ich in Hoki muss. Also ich. Ich denke, mir ist es gerade erstmal wichtiger, auf jeden Fall den Handelsposten zu erspähen, zu schauen, ob ich dort mit feindlichem Widerstand rechnen muss. Ja, ich glaube jetzt eher nicht. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass die Amako da ein Schiff haben, sondern wenn dann irgendein anderer Clan, mit dem du in den ersten Krieg treten müsstest, damit... Naja, weißt schon. Ja, gut. Aber mal sehen, mal sehen. Das ist ja alles immer... Natürlich. Nicht so ganz einfach hier. So. Gut. Dann ist der Ralf fertig.
Ich denke mal, meine Runde ist beendet. Ja, du bist fertig jetzt. Jetzt reg dich mal nicht auf. Reg dich mal nicht auf hier. So, Bau abgeschlossen. Das ganze Wochenende. Danke. So, wie sieht's denn aus, wenn ich die Armee jetzt rausschicke? Oh, dann habe ich minus 2, dann lasse ich sie dann doch noch ein bisschen sitzen. Ja, das ist keine blöde Idee. Ich glaube, ich schicke die dann wieder zurück. Und bild in Iwate noch ein bisschen aus. Wobei du natürlich auch einfach 2 Truppen sitzen lässt. Andererseits, das macht nicht wirklich viel Sinn, weil dann ist deine Kampfschreitmacht sehr klein. Ja, wobei ich ja in Iwate noch was ausbilde. Und meinen Daimyo will ich eigentlich schon mitnehmen. Was bedeutet, ich mache das so und mache das so. Ja, das passt eigentlich. Mir war es halt wichtig, dass ich die Samurai dabei habe. Ja, natürlich. Verständlich, die sind nämlich sehr starke Kämpfer. Wie man jetzt auch gerade in der Echtzeitschlacht sehen konnte, die Yari-Samurai haben mit den Generälen kurzen Prozess gemacht. Wie Ralf auch schön durch seinen Kampfschrei, also durch seinen Todesschrei demonstriert hat. Der übrigens exzellent gelungen ist. Vielen Dank. Ja, keine Ursache. Ja, manchmal lasse ich mich ein wenig mitreißen. Manchmal ist gut. Okay, sehr gut. Ja, meine Kohle ist damit schon wieder weg. Ich habe jetzt euch leider nicht so viel zu präsentieren. Beim Ralf geht es gerade mehr ab. Aber das liegt einfach daran, dass ich hier so im Norden da... Mei, passiert halt nicht so viel. Ja, sind sehr große Gebiete, da hat man lange Marschwege. Was allerdings der eindeutige Vorteil ist, ist, dass du aus nur einer einzigen Richtung Widerstand zu erwarten hast. Ja, und das ist halt von unten. Ja, eben. Und ich für meinen Teil habe dort halt momentan zwar noch ein relativ leichtes Spiel, weil im Westen meine treuen Verbündeten, die Auchi, sitzen. Wer denen wehgetan hat, weiß ich jetzt persönlich auch nicht. Oh, die Amako bieten mir einen Friedensvertrag an. Das bedeutet, sie scheinen am Rande der Auslöschung zu sein. Dann schauen wir mal, wie wir das hier noch ein wenig stärker machen können. Na, erstmal eine Zahlung von 3000. Ja, schauen wir mal, was sich hier so alles machen lässt. Oh, Ralf, warte mal ganz kurz. Meins. So, ich habe jetzt mal Handelsabkommen, militärisches Bündnis, Friedensvertrag vorgeschlagen, fordere von ihnen Handelsabkommen brechen mit den Yamana und Bündnis brechen mit den Yamana. Soweit ist das noch alles sehr zufriedenstellend für die, aber es soll sich ja auch für mich wirklich lohnen, also fordere ich noch eine Zahlung von 3000 Gold. Wir könnten eine Einigung erreichen. Für die, die das Spiel noch nicht so gut kennen, das ist Code für ihr könnt mich am Arsch lecken. Vorschlag übermitteln! Ihr sprecht leere Worte und ich gehe das Risiko einer göttlichen Strafe ein, wenn ich sie ablehne. Na dann. Tja, mit anderen Worten. Dann möge ihn der Blitz beim Scheißen treffen. Tja, so wird's auch passieren. Und wir werden der Blitz sein. So ist es. Oder besser gesagt, mein 14-jähriger Sohn und Versorgungsrat. So, Schiffsbau abgeschlossen, ein Handelsschiff. Wunderschön. Das wird auch gleich hier in den Westen zum chinesischen Königreichshandelsposten geschickt. Mein erstes Handelsschiff schicke ich in Richtung Norden zum koreanischen Königreich. Ja, Weg versperrt. Leute, die mich sowieso vorbeilassen. So, dann schicke ich mal hier mein Schiff, das hier den Handelsposten ausspähen sollte. Ja, nach Izu. Ralf, du hast dich ausgesteckt. Ups. So, ich habe jetzt mal mein Schiff hier in Richtung Izumo geschickt. Dort steht absolut rein gar nichts. Jetzt bist du ein bisschen leiser. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ah, ne, jetzt geht's wieder. Dann hast du nur leiser gesprochen. Das kann natürlich sein. So, dann stelle ich mich mal so weit an die Grenze wie möglich, damit ich in der nächsten Runde gleich in Izumo einfallen kann. Das sollte möglich sein. Die sind eh schon neutral, die Bürger dort. Ah. Oh, die Yamana sitzen schon hier auf dem Handelsposten. Das finde ich natürlich ganz ungünstig.
den wollte ich nämlich ziemlich dringend haben. Tja. Allerdings ist das kein Problem. Krieg! Krieg, so ist es. Wie gesagt, die sind momentan Verbündete mit den Amako. Das bedeutet, ich schätze mal, dass die mir sowieso nicht gerade unbedingt wohlwollend gegenüberstehen. Ja, deswegen brauchst du ihnen jetzt noch nicht den Krieg erklären. Jetzt mach erstmal einen Feind weg, dann können wir bei nächsten. Du, das werde ich, aber ich werde ihnen den Krieg erklären, sobald sich's anbietet. Sobald ich Truppen hier in der Nähe hab. Beziehungsweise Schiffe. Und natürlich auch Handelsschiffe, das ist natürlich auch eine Voraussetzung. Ich meine, es lohnt sich nicht, hier den Handelshafen zu überfallen, solange ich noch nicht mal Handelsschiffe habe, mit denen ich das dann einnehmen kann. Aber grundlegend habe ich auf jeden Fall schon mal den Entschluss gefasst, dieser Handelsposten wird mein sein. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich werde mal Ugo, weil ich es mir gerade leisten kann, weil die Feste hier günstiger ist, kostet nämlich 1440 statt 1600, werde ich mal hier in Ugo eine Feste bauen. Okay, das ist keine blöde Idee, grundlegend auf jeden Fall. Nee, denn wenn ich die Vorteile einer Feste mal verlesen darf, plus 5 auf Repression in dieser Provinz, beschleunigt die Beherrschung der Bushido-Künste um 1%, schaltet einen zusätzlichen Bauplatz frei, plus 5% auf die Verstärkungsrate in dieser Provinz, verbrauchte Nahrung 2, Rekrutierungskapazität plus 1, verteidigendes Samurai-Gefolge eines und ein Yari-Ashigaru und ermöglicht Rekrutierung und Verstärkung von Yari-Ashigaru, Bogen-Ashigaru und Lundenschloss-Ashigaru. Welche man leider allerdings erst ab einem gewissen